Vor einer schwierigen Mission steht auch Hamid Mossadegh, einer der exklusivsten Autohändler Deutschlands. Bei ihm gibt's nur die teuersten und schnellsten Autos. Heute hat er eine besonders harte Nuss zu knacken. Mir war eigentlich egal, wer da stand, wer da saß und mit wem ich Probe gefahren bin. Ich habe mich nur auf das Auto konzentriert. Hamid soll einen ganz besonderen Gebrauchtwagen finden. Ein seltenes und extrem sportliches Cabrio, das auch als Wertanlage dient. Sag mal, wie alt bist du denn eigentlich? 20. Mit 20 fährst du einen Lamborghini Gallardo. Spider. Seine Suche führt ihn durch ganz Deutschland und sogar nach London. Kann er die hohen Ansprüche seines Kunden erfüllen? Ich mache dir nur dieses eine Angebot. Wenn du Nein sagst, gehe ich. Hamids Auftraggeber ist Ludger Mayrose. Der Unternehmer aus Damme bei Osnabrück wünscht sich ein edles und sportliches Cabrio. Gehabt habe ich mit dem Sportwagen selber noch gar nicht. Also das ist jetzt komplett neuer Einstieg. Es sollte einfach nur ein Investment sein, anstatt einer Immobilie. Und man stellt ihn an die Seite und schaut einfach mal, was die Jahre machen. Einen schicken Sportwagen als Investment. Davon träumen viele. Doch nicht jedes Luxusauto steigt automatisch im Wert. Wer aufs falsche Pferd setzt, kann viel Geld verlieren. Hamid sammelt die wichtigsten Infos. An was haben Sie da so gedacht? Was sind so die Schwerpunkte? Worauf sollten wir achten? Ja, es sollte auf jeden Fall ein Cabrio sein. Es sollte jetzt kein ganz neuer sein. Mhm. Jetzt mal nur, um ein Gefühl zu kriegen, der 458 Spider, der Ferrari 458 Spider liegt jetzt so ungefähr zwischen 160.000 und 190.000 Euro. Wo sind wir denn so budgettechnisch? Dafür, dass es für mich jetzt als Einstieg erstmal dienen sollte, würde ich erstmal sagen, dass wir uns da irgendwo leicht runter bewegen, auf jeden Fall nochmal. Werden Sie das Auto auch dann regelmäßig bewegen oder was haben Sie genau damit vor? Also es wird schon zwischendurch mal bewegt, aber es soll schon relativ viel, ich sag mal, als Investment noch geltend. Ich mache mich auf Versuche und dann würde ich mich die nächsten Tage bei ihm melden und dann gehen wir weiter. Schön. Okay? Mich würde freuen. Maximal 150.000 Euro will Ludger Mayrose für das Cabrio ausgeben. Hamid sucht im Bereich gebrauchte Supersportler der letzten 10 Jahre. Ich schaue mir die Autos an, ich beurteile die Autos und ich sehe sofort, passt da mein Kunde rein oder nicht. Und das ist die Strategie, die ich jetzt auch gehe. In dieser Fahrzeugklasse ist das Angebot extrem überschaubar. Doch Hamid findet ein Cabrio, das ins Anforderungsprofil passt. In Hildesheim bei Hannover steht ein Lamborghini Gallardo mit 520 PS zum Verkauf. Ich möchte Ihnen zeigen können, das ist jetzt ein Lamborghini, vielleicht finden wir ja noch ein Ferrari und noch ein anderes Auto. Und es wäre von mir nicht fachmännisch, wenn ich Ihnen nur ein Auto, was ich jetzt in meinem Showroom stehen habe, anbiete und sage, das ist das richtige Auto für Sie. In Hildesheim ist Hamid mit Semi verabredet. Dort angekommen ist die Überraschung groß. Hamid erwartet eher einen gestandenen Lamborghini-Besitzer. Semi sieht eher wie ein Student aus. Dazu später mehr. Hi. Moin, moin. Moin. Na? Was wird Hamid hier erwarten? Bist zum Tauschen gekommen, ne? Du warst das ja, ne? Können wir abwickeln, ne? Ja, sofort. Der bleibt hier, du nimmst ihn mit. genau. Schönes Auto. Danke Schönes dir. Schönes Auto. Gallardo. Als Spider, sprich ohne Dach. Der Kampfstier sieht richtig brutal aus und hat schon einiges erlebt. 10 Jahre und 61.000 Kilometer sind in dieser Fahrzeugklasse eine Menge Holz. Hamid will checken, ob der 520 PS Sportler runtergerockt ist oder ob seine Vorbesitzer sorgsam waren. Spider in Schwarz, innen Cuyo. Cuyo? So ist die Farbbezeichnung. Okay. Sehr cooles Auto. Erzähl mir mal was. Was kannst du mir darüber erzählen? Hat ein, zwei Kinderkrankheiten. Und zwar? Und zwar einmal Abgas-Temperatursensor. Okay. Ja, die gehen andauernd irgendwie kaputt bei Gallardo. Okay. Der ist auf jeden Fall defekt, deswegen leuchtet Check-Engine-Lampe. Okay. Wo ich es gekauft hatte, war es gerade neu aufbereitet. Also Sitze sahen aus wie neu. Jetzt kannst du gucken, ne? Also so einen Sommer mit Jeanshose, dann ist schon vorbei. Ne? Wie lange hast du das Auto jetzt schon? Genau eine Saison. Eine Saison? Genau, eine Saison. Also hast du es dieses Jahr noch gekauft? Genau, dieses Jahr gekauft, ja. Okay, und wie kommst du, dass du den jetzt schon wieder verkaufen willst? Na, ich fahre Autos eigentlich nur eine Saison. Echt? Weil dann wird es zu langweilig. Sag mal, wie alt bist du denn eigentlich? 20. Mit 20 fährst du einen Lamborghini Gallardo? Spider. Spider auch noch, ja, Entschuldigung. Genau, Spider. Mit 20 fahre ich Gallardo Spider. Sehr cool. Ja, das Auto ist 10 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Und es gibt heutzutage gute Methoden, wie man die Sitze wieder aufrappelt. Es wurde auch nicht richtig schön gepflegt. Es gibt Pflegemittel, wo das weich bleibt und dann bricht es auch nicht wie hier vorne.
Schäden, also Frontschuhstange wurde mal nachlackiert. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Also das Wahnsinn mit knapp 60.000 Kilometern. Das findest du nicht. Ein Gallardo in Schwarz ist halt... Hast du denn vorher Fotos gemacht, dass man sieht, dass das Auto tatsächlich nur Steinschläge hatte? Ja, oder? Ja, hast klar. Also da gibt es Fotos vom Vorbesitzer, wo das dann halt lackiert wurde. Okay. Als nächstes checkt Hamid das Verdeck. Ist es kaputt, drohen hohe Reparaturkosten. Ein komplett neues kostet 15.000 Euro. So viel wie ein Kleinwagen. Ja, Verdeck sieht soweit gut aus. Hast du Verdeck immer auf oder zu, wenn du den abstellst? Meistens auf. Sieht man auch hier. Deswegen hat man nämlich auch hier diese leichten Falten. Ja. Genau. Da rate ich immer ab, egal wann man das Auto abstellt, Verdeck zu, dann kann sich das wieder ziehen, entfalten. Machst du einmal hinten die Scheibe hoch, bitte? Ja, klar. Ja, das ist das Schöne dabei. Bei seinen direkten Konkurrenten, bei Ferrari hast du ja ein Plastik. Das wird meistens blind. Und hier ist das natürlich schön. Und hier kannst du auch während Fahrt mal einmal runter. Dann hast du noch mehr dein Motorfeeling. Ne? Auch die Bremsen sind okay. Wenn man dem Durchschnittsverbrauch glauben darf, steht Semi ohnehin mehr auf dem Gas. 26,7 Liter Durchschnittsverbrauch bei 100 Kilometer, auch gut. Der V10 buxiert den Gallardo in 4,3 Sekunden von 0 auf 100 und sorgt für einen kernigen Sound. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Musik. Das ist schon heftig, ne? Schön. Die Lenkung jetzt. Ja. Ist okay. Die Technik stimmt. Aber wie passen bloß ein so junger Typ und ein Supersportler zusammen? Der junge Mann ist 20 und fährt ein Gallardo Spider. Also, was machst du beruflich? Also, ich bin selbstständig. Okay. Ich habe zwei Handyläden in Hannover. Nebenbei mache ich noch Geschäftskundenakquise. Also, ich bin unterwegs im Bereich Geschäftskunden für Mobilfunk. Okay, okay. Dann kann man sich so ein Auto leisten. Welcher Versicherer versichert dich überhaupt mit 20? Die Continentale. Die Continentale, das passt ja gut. Das passt sehr gut, die Continentale. Die Leute denken aber, man zahlt irgendwie 1.000 Euro Versicherung im Monat. Ne? Okay. Also das ist auch nicht wahr. Was war's denn? Also ich zahle drei Monate 1.000 Euro. Also vierteljährlich 1.000 Euro. Ein Lamborghini von einem Jungspund. Ob das der richtige Supersportwagen für Hamids Kunden ist? Besitzer Semi hat keine Zweifel und rührt kräftig die Werbetrommel. Das ist echt keine runtergerockte Bude. Man findet wirklich viele Gallardos im Netz. Spider vielleicht nicht so oft, aber Coupés findet man sehr oft, aber immer runtergerockt. Absolut. Ne? Und das ist halt echt schade. Ja. Die Check-Engine-Lampe stört mich. Das machst du weg, hast du ja gesagt. Weg, genau. Okay, dass da vorne die Frontschürze nachlackiert ist, meines Erachtens auch ganz normal. Deswegen rate ich immer zu meinen Kunden sofort, Schallschutzfolie raufzukleben, weil Nachlackierung ist immer nachlackiert und du musst es erwähnen. Und das ist die erste Frage bei dem Fahrzeug immer. Nachlackiert, ja oder nein? Die Technik funktioniert, Kupplung super. Finde ich echt klasse. Für ein Auto, was jetzt 10 Jahre alt ist und 61.000 Kilometer hat, hast du ein sehr sauberes Auto. Ja. Das Problem? Hamids Kunde will natürlich ein Auto in perfektem Zustand, ohne Gebrauchsspuren. Für die Aufbereitung werden etwa 10.000 Euro fällig. Viel Geld für einen 10 Jahre alten Supersportler mit 61.000 Kilometern. Schönes Auto. Für was hast du das Auto inseriert? 82.499. 82.499. Ich muss die Sitze machen. Ich habe vereinzelt ein paar Stellen gesehen, die wir im Smart Repair wegmachen müssen. Wie hier zum Beispiel, da kommt ein bisschen Klarlack hoch. Das ist für denjenigen, der das Auto so kaufen will, überhaupt nicht schlimm. Aber für meinen Kunden wäre das schlimm. Dann hast du vorne einen kleinen Ditcher drin, das ist nur ein Plastikteil. Aber es ist halt Lamborghini. Und das lässt sich Lamborghini auch bezahlen. Daher gesehen bin ich nicht so einverstanden mit deinem Preis. Vielleicht wäre jetzt das Auto so gut, dass man sagen könnte, man kann das Auto sehr schnell mit sehr wenig Aufwand auf Vordermann bringen. Und dann hätten wir zunächst ein Schnäppchen und dann hätten wir noch ein Invest. Aber das sehe ich hier nicht. Der Gallardo ist mit seinen kleinen Macken nur interessant, wenn Semi deutlich mit dem Preis runtergeht. Ansonsten ist auch in Sachen Wertsteigerung wenig zu erwarten. Also wir haben Gallardo Spider, der nicht runtergerockt ist. Wir haben wirklich ein richtig gutes Auto. Check Engine mache ich weg. Genau, okay. Also Check Engine weg, 79 brauche ich. Okay. Und weißt, wenn ich dir sage, das passt, das reicht mir noch nicht? Du, ich bin da hart im Nehmen.
Okay. Also wenn wir uns nicht einig werden, dann werden wir uns nicht einig. Dann behalte ich das Auto, dann fahre ich es nächstes Jahr nochmal. Mhm. Ich bin bereit, 77 dafür zu bezahlen. Damit kommen wir 77.000 Euro. Nee, da kommen wir, nicht ins Geschäft. Das ist zu hoch gegriffen für das Auto. Das Auto ist das Geld definitiv nicht wert. Wir haben ja ein bisschen Budget, dann gehe ich lieber ein bisschen höher. Alles klar. Vielen Dank. Danke für deine Zeit. Hamid sucht weiter nach einem geeigneten Auto und hat bereits das nächste Cabrio im Visier. Also jetzt geht's ab nach Bremen. Da schaue ich mir einen Porsche Turbo S an. Das muss jetzt deutlich besser sein. Deutlich besser, deutlich jünger und deutlich weniger Kilometer auf der Uhr. Dann ist vielleicht auch eine Wertsteigerung zu erwarten. Hamid hat einen 3 Jahre alten Porsche im Auge. Ein Luxusautohändler bietet ihn neben einigen anderen schicken Sportwagen zum Verkauf an. Hi, grüß dich. Hamid, grüß dich. Hi. Freut mich sehr, hallo. Mensch, hast aber schöne Autos hier stehen, ne? Und sehr viel Porsche, sehe ich gerade. Carrera GT. Muss man haben. Gehört in jede gute Sammlung. Auf jeden Fall. In jede gute Sammlung, definitiv. Und das ist das. Das ist unser Turbo S Cabrio. Sehr schön. Der Turbo S ist der Rennwagen unter den Cabrios. Der Allrad-Porsche wird bis zu 315 km/h schnell. Mit 25.000 Kilometern und Keramikbremsen soll er knapp 130.000 Euro kosten. Ein sehr schickes Auto. Jede Luftdüse einzeln beledert. Oh, sogar hier die Türgriffe in Leder. Türgriffe. Alter Schwede. Sowas lässt sich Porsche immer sehr, sehr gerne zahlen. Richtig, ne? Gut. Hast du den neuen, also Listenpreis, alles. Neuwagen, hast du das da? Muss über 200 gelegen werden. Locker, ja. Finde ich ja. Auch, ja. Gut, das ja. Ist einfach so, genau. Wie sieht es aus mit Nachlackierung und so weiter? Keine, absolut okay. Nachlackierungsfrei. Nennen wir mal 3 negative Sachen. 3? Ja. Mir fällt nicht eine ein. Na komm. Nein. Du bist hingegangen, hast gesagt, cooles Auto kaufe ich. Richtig. Echt? Fand ich toll. Dann komm morgen bei mir vorbei. Chrono-Paket, also das Auto hat alles, sogar hier mit Leder alles eingefasst. Wie siehst du das Auto? Wo liegt das Auto in 5 Jahren mit der gleichen Laufleistung? Ich denke Richtung 150. Okay. Im Moment denke ich, da ist noch Potenzial drin. Okay. Aber hier siehst du wenigstens noch Motor, teilweise. Hier gibt es noch einen Motor, so genau. Ist es. Man sieht genau. Ihn auch noch. Wie viele Haustiere hatte der? So 3 Mini-Yorkshires und 2 Chihuahuas. Ja, ja. Das siehst du. Nein, Spaß. Nein, ich muss ehrlich sagen, das ist neuwertig. Er ist neuwertig. Bis jetzt präsentiert sich der 911er in perfektem Zustand. Wird er gleich bei der Probefahrt Schwächen offenbaren? Aber jetzt ist mal endlich, wo ich mal Verdeck prüfen kann. Bei so einem Wetter. Perfekt. 530 PS im Regen. Kein Problem für einen Turbo S. Der Allrad bringt die Leistung auf die Straße und will von der Leine gelassen werden. Ja, der will, ne? Ja, der will sofort. Ja, das ist halt ein Porsche, ne? Das merkst du richtig, das siehst du sofort. Alles sehr direkt. Ja. Mir fehlt ein bisschen diese Emotion. Er brüllt halt nicht. Genau das ist es. Der Turbo S ist eben der Geschäftsmann unter den Supersportlern. Leistung und Performance sind wichtig. Emotionen kommen ganz zum Schluss. Die Straße ist feucht, wir haben aber ein Allrad, was jetzt okay ist, gut ist. Allerdings, hier kommt man auch wieder auf Gewicht, 1,7 Tonnen für einen Sportwagen. Dafür kriegt der Allrad das halt auch auf die Straße. Das ist es, ja genau. 0 auf 100 in ca. 3 Sekunden, da, ja. Da gibt es nicht viele Autos, die das können. Hamid gibt dem Biturbo die Sporen. Von 0 auf 200 geht es in gut 10 Sekunden. Jetzt kickt er auch mal. Die Beschleunigung ist top. Hamid ist trotzdem nicht zufrieden. Der bewegt sich schon. Ja, der kommt gut weg. Ja? Mir fehlt hier absolut Sound, das muss ich sagen. Also, wenn du das mit einem Ferrari machst, im Race-Modus oder im Sport-Modus, dann hat er die Klappen zu 100% auf jetzt. Und dann hörst du das auch. Ja, man hört ein Brabbeln, aber eben ja. Nicht so extrem. Dieser Turbo S ist in gutem Zustand. Aber ist das Auto wirklich eine lukrative Wertanlage? 129.500 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, wo treffen wir uns preislich? Ich würde sagen, ohne lange Hin und Her und Schnickschnack, 125, glatte Summe. Das sind 4.500 Euro brutto, die du mir entgegenkommst.
es ist ein bisschen zu wenig, aber ich kann das verstehen, weil das Auto echt einwandfrei ist. Und deswegen muss ich fairerweise sagen, das passt und ich werde mich definitiv bei dir melden. Okay? Super. Hand drauf? Hand drauf. Danke dir. Wir haben uns auf 125.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer geeinigt. Es ist jetzt kein Schnäppchen, aber es ist okay. Der hat ein super Auto dort stehen. Aber dann kommen wir schon an eine Grenze, wo er ziemlich lange warten muss, bis das Auto eine Wertsteigerung hat und dafür noch 25.000 Kilometer. Das heißt, wenn er jetzt noch mal nächste Saison 5.000 bis 10.000 Kilometer damit fährt, haben wir ruckzuck 30.000, 35.000 Kilometer und dann fällt mir da die Sammlerwert schon weg. Mit diesem Kaufpreis taugt der Porsche nicht als Wertanlage. Hamid muss weiter nach einem passenden Sportcabrio für seinen Kunden suchen. Das ist das erste Auto, sein Einstiegsmodell. Er erwartet schon einen Sprung nach oben. Hamid muss seinen Suchradius erweitern, denn in ganz Deutschland wird kein geeignetes Auto angeboten. Zu viele Kilometer, zu hoher Kaufpreis. Die Kriterien sind in dieser Preisklasse extrem hart. Hamid wird in London fündig. Dort steht ein ganz besonderer Ferrari zum Verkauf. Wir schauen uns jetzt einen Ferrari F430 Spider an, mit 1500 Kilometer erst gelaufen. Solche Autos mit so geringen Laufleistungen sind halt sehr schwer zu bekommen. Und da gehört es auch mal dazu, nach London zu fliegen oder nach Madrid zu fliegen oder nach Barcelona zu fliegen. Das gehört halt dazu, das ist tägliches Geschäft. Und das führt ihn heute in ein nicht ganz alltägliches Autohaus. Laufkundschaft verirrt sich hierher garantiert nicht. Zum Laden gehört eine ganze Nebenstraße mit 4 Doppelgaragen plus Sattlerei und ein gut bewachter Hinterhof. Der Besitzer wohnt in Dubai, hat 2 Hotels und pendelt zwischen Orient und Europa. Der Autohandel ist sein exklusives Hobby. Also es ist natürlich schon mal das Neueste vom Neuesten. McLaren 675 LT als Spider zurzeit sehr gefragt, wird unheimlich über Liste gehandelt. Und da ist natürlich das Auto schlechthin, was in den letzten 2-3 Jahren unheimlich explodiert ist. Genau, also ein F430 16M, davon wurden nur 499 Stück produziert. Dann noch in der Farbkombination mit Schwarz, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die Streifen sind lackiert, waren Aufpreis von ca. 9.000 Euro netto. Und das heißt A und O. Kein Scuderia, kein 16M lässt sich verkaufen, wenn er nicht die Streifen vom Werk hat. Der Preis 350.000 Euro. Zu viel. Hamid ist wegen eines anderen Ferraris hier. Hello. Hi. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Und dir? Gut, ich bin Milan. Hamid, ich bin hier für den gelben. Für den Ferrari? Für den Ferrari, ein schönes Auto. Der F430 Spider ist ein 8-Zylinder-Ferrari-Einstiegsmodell. Als Cabrio wurden rund 4.000 Stück gebaut. Obwohl er 11 Jahre alt ist, hat er nur 1.500 Kilometer auf dem Tacho. Eine absolute Seltenheit. 152.000 Euro soll der Bolide kosten. Der Wagen kommt aus Spanien, aus Marbella. Er gehört einem Scheich, der rund 600 Autos besitzt. Der hat sein ganzes Leben lang Autos gekauft. Den will er jetzt verkaufen, weil er ihn einfach nicht mehr braucht. Mit den wenigen Kilometern ist er eigentlich nie damit gefahren. Verkäufer Milan vertritt seinen Chef, wenn dieser im Ausland ist. Kein Problem für Hamid. Hauptsache, der 22-Jährige darf handeln. Sehr jung, aber sehr kompetent. Der weiß alles. Der kennt das Auto, er kennt die Historie. Aber mir geht es hier nicht um den Verkäufer, mir geht es um das Produkt. Ich will das Bestmögliche für meinen Kunden rausholen. Da kann von mir aus auch ein ganz junger Verkäufer stehen. Hamid bewertet den Zustand des Luxus-Cabrios. Ein Ferrari für Liebhaber. Das ist noch einer der letzten Ferraris, wo noch richtig mechanische Anzeigen sind, keine digitalen Anzeigen, bis auf echt Kleinigkeiten wie Kilometeranzeige und in welchem Gang du bist, ob die Tür auf ist. Alles sehr puristisch gehalten. Und kaum gefahren. Die Bremsen sind nahezu unbenutzt. Aber es gibt Auffälligkeiten. Der Ferrari steht nicht perfekt da. Hier, das ist auch immer ein Punkt, dass das Auto auf jeden Fall einen Service braucht, das Innenraumfilter. Es ist eigentlich knallweiß und es ist hier schon sehr dunkel. Und das ist immer so ein Zeichen bei Ferrari. Das haben sie bis heute noch, das haben sie sogar bei den Enzo. Wenn du es aufmachst, siehst du es sofort. Und das ist immer so ein Zeichen,
wie das Auto gewartet wurde. Aber ich glaube, der Wagen hat nicht in einer Garage gestanden, oder? Der Besitzer hat das Auto in den ersten Jahren schon bewegt. Geparkt hatte er es gerne auf seinem Anwesen. Das Auto stand im Sommer überwiegend draußen. Gut, dann die große Überraschung, das Dach. Hami checkt das Verdeck. Ist es ausgebleicht, kann man davon ausgehen, dass der F430 die meiste Zeit im Freien geparkt wurde. Es ist besser, erst den Motor zu starten. Wenn Sie das möchten? Nein, es schont die Batterie. Nein, das ist kein Problem. Die Batterie ist vollgeladen. Die war immer mit einem Ladegerät verbunden. Das Verdeck geht auch ohne laufenden Motor problemlos auf. Keine Sorge. Das Dach sieht gut aus. Der Ferrari ist ein Garagenfahrzeug. Doch Hamid entdeckt ein Problem. Die muss getauscht werden. Ja, das ist ein typisches Problem vom 430er. Alle 12 Jahre muss die Scheibe getauscht werden. Diese hier wurde noch nie gewechselt. Können wir mal einmal Probe fahren zusammen? Natürlich. Mit 490 PS durch London. Highspeed geht nicht. Ein Soundcheck schon. Ja, das ist ein super Sound. Ja, viel besser als der vom 488. Mit 1500 Kilometern ist der Ferrari nicht mal richtig eingefahren. Jetzt darf Hamid ans Steuer. Man muss sich richtig daran gewöhnen, dass man hier komplett falsch fahren muss, dann noch mit einem Ferrari. Also das ist hier schon eine Herausforderung. The engine is okay. Der Motor ist okay, das Getriebe auch. Aber da müssen noch einige Kleinigkeiten gemacht werden. Da muss ich Geld reinstecken. Er hat zwar wenig Kilometer, aber der ganze Ferrari muss aufbereitet werden. Kleinigkeiten, aber gute Argumente für die Preisverhandlung. Du willst 152.000 Euro? Das ist der Preis. Ich mache dir nur dieses eine Angebot. Wenn du ja sagst, ist es okay. Wenn du nein sagst, gehe ich. Das ist ein fantastisches Auto, die Farbkombination passt. Aber ich muss viel Geld für Schönheitsreparaturen ausgeben, damit der zum Investmentfahrzeug wird. Ja, das ist richtig. Und deshalb gebe ich dir 135.000 Euro. Ich gehe davon aus, dass Sie die ganzen Ausgaben für den Transport und für die Aufbereitung übernehmen. Dann können wir heute die Verträge machen. Ich bin einverstanden. Hamid ist zufrieden. 17.000 Euro Preisnachlass, weil der Wagen nicht aufbereitet war. Es ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Normalerweise, wenn du zu einem Händler hingehst, der ein Sammlerstück verkauft, dann steht der auch perfekt da. Das machen die hier anders, deren Philosophie ist hier anders. Sie lassen die Autos so, wie es ist. Ist einerseits auch gut für mich. Dann kann ich natürlich so durchgehen, das Auto ist jetzt im Ist-Zustand. Und mit ganz wenig Arbeit ist das Auto da, wo ich es hinhaben möchte, genau so ein Sammlerstück. Hamid kontaktiert seinen Kunden Ludger Mayrose und schickt ihm Bilder vom Ferrari. Hat er das passende Auto für den Unternehmer gefunden? Ja, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich sag mal, von der ganzen Optik her spricht er mich schon an. Hamid kauft den Ferrari, obwohl er noch nicht den Zuschlag von Kunde Ludger Mayrose hat. Er will den Ferrari erst sehen und Probe fahren. Und wenn das ein gutes und sauberes Auto ist, wo ich von überzeugt bin, dann gehe ich in Vorleistung. Und wenn Herr Mayrose das Auto nicht nimmt, dann verkaufe ich das Auto als anderwertig. Zwei Wochen später in Hamburg. Der London Export ist bereit. Der Wagen wurde komplett aufbereitet. Wird Ludger Mayrose gleich anbeißen? So, Mayrose, was sagen Sie dazu? Jo, sehr schön. Begeistert. Noch ist die Freude verhalten, obwohl der F430 Spider wie neu aussieht. Die Felgen wurden ausgetauscht, die alten gibt es dazu. Das Heckfenster ist neu und die kleinen Mängel wurden behoben. Fehlt nur noch die Probefahrt. Der Ferrari könnte der erste Supersportwagen des Unternehmers werden. Bei der Probefahrt ist er entsprechend vorsichtig. Darf ich hier drauf? Ja, ja. Gut, ich will ja nicht irgendwie komische Sachen hier in Hamburg gut, machen. Alles gut. Und jetzt einmal Gas geben. Das macht schon Spaß. Super. Es dauert rund 10 Kilometer, bis der Niedersachse und der Italiener miteinander warm werden. Aber reicht es auch für einen Kauf? Jetzt sind wir da, jetzt sind wir gefahren. Super. Was sagen Sie? Perfekt. Ja. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Schön. Super
ausgesucht. Schön, das freut mich. Hamid hat ein sportliches Cabrio mit Wertsteigerungspotenzial gefunden.